Eine kleine Roboterbiene kann deutschen Wissenschaftlern bislang geheime Einblicke in die Welt der Honigbienen vermitteln. Die neue Erfindung soll den Forschern helfen, sich mit den intelligenten Insekten zu verständigen. Der erste Kontakt hat auch schon geklappt. Die Robobiene wurde unerkannt eingeschleust. Was sie so zu erzählen haben, weiß Peter Hantjes. Wenn eine Biene eine Futterquelle gefunden hat, kehrt sie zurück und teilt ihren Artgenossen mit der Artdauer und Intensität ihres Schwänzeltanzes mit, in welcher Richtung und Entfernung sich der Nektar befindet. Im Projekt RoboBee versuchen Wissenschaftler der FU Berlin nun herauszufinden, ob wir Menschen durch ein künstliches Insekt mit echten Bienen Kontakt aufnehmen können. Wenn das gelingen würde, dann könnte man ja in dieses Kommunikationsgeschehen im Bienenvolk direkt eingreifen. Gesagt, getan. Nach einigen Fehlversuchen entwickelten die Wissenschaftler schließlich diese schwänzelnde Roboterbiene, die von den Echten akzeptiert wird. Mit kleinen Nummern und Minisendern auf dem Rücken werden die ausschwärmenden Bienen per Radar überwacht, um zu prüfen, wie viele wirklich den Futtertanz der Robobiene verstanden haben. Der Erfolg scheint den Berlinern recht zu geben. Doch letztendlich geht es nicht darum, Bienen durch die Gegend zu schicken. Ein Bienenhirn ist nur ein Millionstel Teil so groß wie das eines Menschen. Und trotzdem ist in der Lage, Sagenhaftleistung zu verbringen. Und das wollen wir nachmachen mit Robotern. Doch bis die Wissenschaftler in der Lage sind, die gewaltige Leistung des nur stecknadelkopfgroßen Bienenhirns auf moderne Roboter zu übertragen, wird wohl noch einiges an Honig durch die Waben fließen.